recht herzlich im Namen des Kreisverbands Bonn, der Alternative für Deutschland. Wir haben heute Abend einen Gast bei uns, der durchaus zu den Ersten zählen kann, den wir in der Partei Alternative für Deutschland hatten. Das ist Herr Martin Renner, er kommt aus Düsseldorf und in der Nähe von Düsseldorf, aus Lettmann, um es präzise zu sagen. Und er ist einer derer, die mit Frau Capetri, mit Bernd Lucke und anderen die Partei gegründet haben. Bemerkenswert ist eigentlich auch, dass der Name Alternative für Deutschland auf ihn zurückzuführen ist. Er hat den Namen vorgeschlagen und er ist mit seinem Vorschlag auch damals bei dieser Gründungsveranstaltung in Oberursel ist er derjenige gewesen, der den Namen vorgeschlagen hat. Er ist sozusagen einer der Gründungsväter unserer Partei und als solcher ist er in der Tat mehr als kompetent, uns zu zeigen, wo denn der Weg der Alternative für Deutschland hingeht. Denn einer, der näher dran ist als er und einer, der, niemand ist länger dran als er, der ist in der Tat hier geeignet, uns den Weg zu zeigen, den wir hier in der Zukunft gehen wollen. Ich bin darüber hinaus natürlich froh, seit unserem letzten Parteitag in Nordrhein-Westfalen ist er der Sprecher unserer Partei in Nordrhein-Westfalen. Er ist also derjenige, der hier in Nordrhein-Westfalen die Geschicke für uns bestimmt und der insofern auch sehr genau weiß, was hier in Nordrhein-Westfalen, aber auch im Bund, denn er ist ja auch Mitglied des erweiterten Bundesvorstandes, er ist jemand, der wirklich hier uns kompetent sagen kann, wo der Weg der Alternative hinführt. Ich begrüße dann auch noch heute den Herrn Horst Gilles. Der ist, vielleicht darf er mal gerade aufstehen, er ist der Leiter der Interessengemeinschaft für Arbeitnehmer. Sie wissen vielleicht, die Alternative für Deutschland hat in sich, wie übrigens auch die anderen Parteien, Interessengruppen, die bestimmte Ziele verfolgen. Und er ist derjenige, der die Arbeitnehmer in der AfD vorrangig organisiert und organisieren will. Er hat einige Prospekte ausgelegt von seiner Vereinigung und wenn Sie da zugreifen möchten, bitte tun Sie das. Wir haben auch noch anderes Prospektmaterial ausgelegt für Sie. Ich begrüße heute Abend Herrn Martin Renner und ich bitte Sie mit Ihrem Vortrag. Danke. Guten Tag, meine Damen und Herren. Zuerst mal will ich mich bedanken für die netten Worte von Herrn Fischer, dass ich in einem so schönen Raum in Bad Godesberg bei Ihnen heute sein darf und Ihnen vieles über die Alternative für Deutschland, aber auch Grundlegendes zur Alternative für Deutschland berichten darf. Ich habe mich ganz besonders gefreut, dass das hier ist, weil das ist ja auch die Ursprungsstätte des Godesberger Programms der SPD und bedauerlicherweise muss man ja sagen, dass die SPD im Laufe der Jahre und Jahrzehnte im Grunde genauso wie die CDU und andere etablierte Parteien eigentlich ihre Grundlage verraten haben, wenn man die politische Situation sich heute, die sich im Laufe der Jahrzehnte eingestellt hat, sich vor Augen hält. Ich möchte Ihnen heute als Überbegriff das Thema vorstellen, die Alternative für Deutschland macht Zukunft möglich. Dieses Thema ging auf einen Roman, auf ein Zitat von Antoine de Saint-Exupéry zurück, der da sagt, die Zukunft soll man nicht beschreiben, die Zukunft soll man möglich machen. Das ist natürlich ein... ich bin
habe die Grippe gerade hinter mich gebracht, bin noch ein bisschen stimmlich angegriffen, aber ich denke, die Zeit werde ich durchstehen können, ohne dass ich Sie permanent durch eine Kakophonie an Husten störe. Die Zukunft möglich machen. Man soll nicht darüber reden, sondern die Zukunft möglich machen. Ich würde es ein bisschen anders fassen. Ich würde sagen, man muss sich über die geschichtlichen Grundlagen und über die Grundlagen dessen, was in einer Demokratie, zum Beispiel Deutschland, innerhalb der letzten Jahre, Jahrzehnte abläuft, man muss sich darüber Gedanken machen, weil ich glaube, es gibt bestimmte Gesetzmäßigkeiten, die uns genau in den Zustand jetzt geführt haben, in dem wir jetzt momentan uns befinden. Ich behaupte, vor 20, 25 Jahren hätte ich zwar nicht das Ausmaß dieser fast schon Dystopie nennenden Aussicht erwartet, aber dass das in eine solche Form der Dekonstruktion des Gesellschaftlichen führen wird, das war mir eigentlich klar. Ehrlich gesagt, das war mir schon klar als Schüler, der sich immer viel mit Politik beschäftigt hat und der im Elternhaus, da mein Vater ein vertriebener Ungarn-Deutscher ist und auch Anfänge des Kommunismus in Ungarn erlebt hat und wir fast täglich politisiert haben und über die verheerenden Wirkungen einer linken Indoktrination auf bürgerliche Gesellschaft debattiert haben. Und das ist eigentlich das, was kurz zusammenfasst, das, was wir heute hier zusammen besprechen werden. Ich hoffe, ich werde Sie nicht langweilen oder dass es Ihnen zu lange ist. Wenn es zu lange geht, dann ich neige immer ein bisschen dazu, ein Seminar auszumachen. Am liebsten hätte ich, wir würden uns treffen an irgendeinem Wochenende und wir würden ein Wochenendseminar draus machen, denn das, was wir besprechen im politischen Raum, das ist so unglaublich spannend. Es ist auch bedrohlich, aber es ist auch unglaublich spannend, weil das, was abläuft, ist wirklich vorauszusehen. Und wir werden sicher auch an Passagen kommen, wo wir vielleicht zusammen dann das Gefühl haben, ist denn da überhaupt noch was zu retten? Man könnte jetzt eine Vision da tun, wir könnten schöne Bilder machen, schöne Zukunft prognostizieren, alles gut, haltet teil. Aber es ist sicher nicht alles gut, man könnte auch ein paar Parolen raushauen, so wie ich es vor zwei Tagen gemacht habe, als wir in Oelde in Westfalen eine Demonstration gehabt haben, wo 700 Leute unter unserer Führung getroffen sich haben in einem kleinen westfälischen Städtchen am Marktplatz. Da habe ich natürlich Parolen auch geschwungen, denn da gehören natürlich Parolen auch hin. Heute werden keine Parolen geschwungen, heute wollen wir das politisch Tiefgründige miteinander besprechen. Nebenbei bemerkt, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, bei dieser Demonstration 700 Leute von uns gegen das Asylchaos, es waren 2300 Antifa- und Gegendemonstranten da, die von allen Parteien bezahlt herangekarrt wurden, von der CDU, von der SPD, von den Grünen, von den Linken und so weiter, von den Kirchen. Und wir dann auf diesem Platz waren, in Oelde, eingerahmt von diesen 2200 Gegendemonstranten, die eigentlich normalerweise ihren Versammlungsraum 200 Meter an einem anderen Platz gehabt hätten, aber die politische Führung der nordrhein-westfälischen Polizei hat bestimmt, dass nur 25 Polizisten zur Absicherung unserer Demonstration da waren. Normalerweise hätte das mindestens 200 Schaften sein müssen. Und ich sage Ihnen, es war nur unser überlegener und überlegter Vorgang, wie wir mit dieser Sachverhalt umgegangen sind, dass das nicht zu einer Eskalation gekommen ist. Wir wollten heute etwas tiefer einsteigen in das Untergründige des Politischen. Ich hoffe auch nicht, dass ich Sie langweile, ich hoffe auch nicht, dass wir zu sehr über Intellektuelles stolpern. Ich mache jetzt diese Veranstaltungen schon seit Monaten, komme in alle Kreise in Nordrhein-Westfalen, bin aber auch in Baden-Württemberg und in Sachsen, weil ich glaube, dass wir in der AfD, die wir in der AfD sind, und ich nehme mal an, viele von uns heute hier sind in der AfD oder sind in der AfD, wir brauchen eine gemeinsame Grundlage der Sicht auf das Politische. Es macht keinen Sinn, wenn jeder irgendwo einen anderen Ansatz hat.
natürlich, die Pluralität muss gegeben sein, aber wir brauchen auch eine philosophische, ideologische Grundlage des Politischen, denn nur dann können wir uns kräftigen und stark werden und zu einer wirklichen neuen bürgerlichen Avantgarde werden, die dieses Land so dringend benötigt. Wir sehen also, wenn wir diese Grundlage entwickelt haben, ist das also praktisch eine Art Acker, auf dem wir gemeinsam dann, das ist jetzt schön, die Blume der neuen Demokratie säen und aufwachsen lassen wollen. Finde ich schön. Wenn man sich mit dem Politischen beschäftigt, muss man die Lust am Wissen, nein, man muss die Lust am viel Wissen haben. Wissen ist Macht, sagt einer der Sprüche. Und Bewusstseinsbildung, meine Damen und Herren, ist Ermächtigung. Und Menschen, die sich in die Politik einbringen wollen, aktiv einbringen wollen, müssen sich selbst ermächtigen und müssen sich ertüchtigen, um das zu bewerkstelligen, was sie als Zielfiktion des Politischen haben und als Ziele haben. Ein etwas ironisches Zitat, hin und wieder bringe ich auch so ein Zitat, so jetzt ein bisschen auf. Ich könnte ja auch noch Aphorismen bringen, ich könnte auch Aphorismen, aber das würde heute zu lange werden, weil man könnte ja immer so ein bisschen Aphorismen noch einstreuen. Arnold Bergstresser ist einer der Gründungsväter der deutschen Politikwissenschaft. Der ist 1964 gestorben, das hat mir ganz gut gefallen. Er sagt, Politik ist eine Kunst, die jeden interessiert und keiner versteht und die deshalb so erläutert werden muss, dass sie jeder versteht, aber kein Schwein mehr interessiert. Sind wir nicht dicht jetzt schon an des Putins Kern? Ist es nicht so, dass heute die schwierigen Fragen des Politischen von den politischen Funktionseliten wahlweise tabuisiert werden oder marginalisiert werden oder moralisiert werden, so ganz nach dem Motto, Hals Maul, Bürger, du verstehst von der Sache nichts, wir machen das schon für dich. Ist das nicht unser politischer Zustand? Oder wie müssen wir denn verstehen die wiederkehrende Feststellung der politischen Alternativlosigkeit, die vornehmlich unsere neue Monarchin, Frau Merkel, sozusagen immer und immer wieder uns sagt, das ist alternativlos, das ist alternativlos, das ist alternativlos. Alternativlos heißt doch nichts anderes als wir Politiker. Wir entscheiden die Dinge und wir haben es überhaupt nicht nötig, uns beim Bürger rückzuversichern. Ist das nicht das Gleiche wie heute für Messier, wenn er sagt, die Absage des Fußballspiels Deutschland, die Gründe könnte er nicht nennen, weil das würde die Bürger verunsichern. Finden Sie diese Feststellung weniger verunsichern? Merken Sie, wie bescheuert die langsam sind? Genau über diese Alternativlosigkeit ist es dann gekommen, dass wir in eine Währungsunion hinein entschieden wurden, dass wir in eine Bankenunion hinein entschieden wurden, dass wir in eine Transferunion hinein entschieden wurden, dass wir heute feststellen können, eine Schuldenunion zu haben, dass die Sozialunion unbedingt bevorsteht und irgendwann werden wir gemeinsam in der Armutsunion sein. Und ganz am Schluss wird es dann heißen, das ist der Bundesstaat Europa. Da weiß er einfach keinen Rückgrund. Ja. Wollen wir das? Ja. Wollen wir sicher nicht. Sie, die Sie heute hier sind, meine Damen und Herren, sind Mitglieder der AfD oder Interessierte. Ich stelle mir die Frage, und Sie sich möglicherweise auch, warum sind Sie hier? Warum sind Sie in der AfD? Warum sind Sie interessiert an der AfD? Aus welchem Grund? Was könnte denn Ihr Antrieb sein? Das können wir nachher noch mal ein bisschen debattieren, im Anschluss nach dem Vortrag, wenn wir auch diskutieren und miteinander sprechen. Meine Damen und Herren, was wir nicht brauchen, ist ein linker oder ein rechter Populismus. Das brauchen wir nicht. Aber was wir brauchen, und das klingt uns hart, was wir brauchen, ist eine Radikalisierung der gesellschaftlichen Mitte, des Bürgertums, einer Mitte, die ich gerne als werteschaffenden Milieus bezeichne. Und das meint natürlich nicht nur die Leute, die täglich morgens um 7 Uhr aufstehen und Gehalt beziehen. Werteschaffende Milieus ist genauso die alleinerziehende Mutter, die ihre Kinder auf der Grundlage einer nationalen, kulturellen Identität aufzieht, erzieht und groß werden lässt.
Einer Mitte, meine Damen und Herren, die ihren Freiheitswerten auf den Grund geht und sie kraftvoll verteidigt. Das brauchen wir momentan. Denn das haben wir momentan in der bestehenden etablierten Politik nicht. Ich frage Sie, empfinden Sie sich auch als Mitkämpfer einer solchen bürgerlichen Avantgarde? Empfinden Sie sich als solche? Als Mitkämpfer einer konservativen Avantgarde. Und ich will bereits heute hier, jetzt an dieser Stelle sagen, was Konservativismus bedeutet. Das bedeutet nicht ein Hängen an dem, was gestern war. Konservativismus bedeutet ein Leben aus dem, was immer gilt und gelten wird. Das Erbe der Vergangenheit soll schöpferisch fortgeschrieben werden. Es soll keinesfalls musealisiert werden. Aber die Grundlagen, die müssen wir in die neuen Zeiten hinüberretten. Wollen wir mal kurz zum Anfang, der Herr Fischer war ja so freundlich und hat schon so ein bisschen berichtet, an Anfang der Alternative für Deutschland gehen und dann haben wir ja nochmal einen Anfang gemacht in der Nachessen-Ära. Die Alternative für Deutschland war ja ursprünglich eine Bewegung, die rein auf Euro letztlich basierte, nämlich die Wahlalternative 2013. Da waren Euro-interessierte Menschen oder nicht interessierte Menschen an diesem Währungsexperiment. Es waren universalpolitisch interessierte Menschen dabei. Und wir hatten dann im Januar 2013, Lucke war auf Nummer 3 der Liste bei den Freien Wählern in Niedersachsen, bei der Landtagswahl in Niedersachsen. Nun haben wir uns getroffen mit 70 Landesbeauftragten der Wahlalternative, denn wir wollten eine Organisation aufbauen, die dann politisch kooperierte mit bestimmten politischen Parteien. Und dann hat sich abgezeichnet, das wird ein Wahldesaster mit den Freien Wählern. Lucke würde seinen Mandatsplatz im Niedersächsischen Landtag nicht erreichen können. Und dann standen 3 oder 4 Leute auf in Niedersachsen, in diesem Hotel, von den 70 Leuten, unter anderem auch ich. Und dann haben wir festgestellt und eine Rede gehalten, wir müssen eine eigene politische Partei gründen, um diese Ziele, die da so diffus rumschwebten, zu realisieren. Wir haben dann abgestimmt, 68 Leute wollten eine Partei gründen, haben auch einen Termin festgelegt. 2 Leute wollten keine Partei gründen, Lucke gehörte dazu. Er wollte gar keine Partei damals gründen. Gut, das ist Geschichte. Wir sind dann zusammengekommen am 6. Februar in Oberursel. Ich wurde noch in dieser Hannover-Sitzung beauftragt, den Namen zu entwickeln und das Logo zu entwickeln, weil ich das eben beruflich so etwas machen kann. Und jetzt sage ich Ihnen, Alternative für Deutschland. Die Landesbeauftragten, die damals mit dafür gestimmt haben, dass wir eine Partei gründen, die haben fast eine Woche mit mir nichts mehr geredet. Nicht wegen der Alternative, sondern wegen dem für Deutschland. Weil sie in der Begrifflichkeit für Deutschland etwas empfunden haben, was nicht so richtig in deren Weltbild passte. Wir haben sogar noch am Gründungstag, obwohl Alternative für Deutschland ein ziemlich guter Favorit war, wurde nochmal kurzfristig umgestellt, auch durch Betreiben von Herrn Lucke, auf Alternative für Deutschland und Europa. Ja, genau. Wir haben aber dann, Gott sei Dank, es geschafft, im Nachgang, nach der Gründung, diesen Prozess nochmal aufzuhalten. Also Sie sehen, ich war in der AfD von Anfang an einer der Kämpfer und haben dann doch das Alternative für Deutschland dann genommen. Jetzt nach Essen, meine Damen und Herren, ich sage das wirklich mit einer gewissen Befreiung heraus, weil ich im Laufe der Prozeduren als Landessprecher der Alternative für Deutschland in Nordrhein-Westfalen ja auch mal abgewählt worden bin in Arnsberg, aufgetragen von Herrn Lucke. Wir sind nach Essen diese politische Denkweise eines Herrn Lucke, eines Herrn Henkel losgeworden. Weil diese Personen, das ist nicht, ich rede nicht übel nach, denn wir haben festgestellt, dass nach Gründung hat sich ein
eine Person, ein lieber Freund von mir, Axel Hahn, der war 8 Jahre lang Abgeordneter. Ich sage den Namen gerne, weil er in der Partei jetzt nicht mehr so eine bedeutende Rolle spielt, weil er sich in den Nerv zurückgezogen hat, leider. Der war 8 Jahre im Berliner Abgeordnetenhaus bei der FDP, allerdings die Richtung Nationalliberale. Stahlfraktion, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Nationalliberale. Ein studierter Historiker, der hat sich nach der Gründung mit mir zusammengesetzt und dann waren wir 4 Tage zu Hause bei mir und haben grundsätzliche programmatische Felder ausgearbeitet, entwickelt, analysiert und das dann dem Bundesvorstand vorgeschlagen, diese Felder zu besetzen, auch mit Aussagen und Kommunikation zu besetzen, unter anderem auch zusammenzuarbeiten mit anderen Europa- oder EU-kritischen Parteien, zum Beispiel der UKIP. Ich bin selber dann 3-mal mit UKIP Farage zusammengekommen in Brüssel, stundenlange Gespräche, hochinteressanter Mann, hochgebildeter Mann, in den Augen Lukas allerdings und anderer Leute allerdings ein Rechtsextremer, ein Rechtspopulist, und weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir im Europäischen Rat Maßstab mit den gleichgerichteten Parteien kooperieren müssen. Das heißt nicht, dass wir alles folgen müssen. Das heißt nicht, dass wir alles folgen müssen. Front National, Le Pen. Gibt es Einigkeiten, aber es gibt natürlich auch Trennendes. Ich habe selber in Frankreich 1,5 Jahre studiert, habe im Berufsleben mit französischen Konzernen zusammengearbeitet. Ich kenne den Front National. Front National ist eine Bewegung, die würde ich jetzt nicht als Zielfiktion für eine Alternative für Deutschland nehmen. Aber es eint uns die Kritik an der bestehenden EU-Demokratie, die gar keine Demokratie ist, sondern eine Fassadendemokratie ist. Und das könnte man ja im Grunde schon dadurch beweisen, dass der Grundsatz der Demokratie, nämlich One Man, One Vote, nicht eingehalten ist. Und das ist doch schon das Ende der Debatte, meines dafür. Wir haben also solche Fragen gestellt, ist, welche Staatsform wollen wir denn eigentlich haben? Zukünftig. Naja, wenn ich solche Fragen stelle, dann lachen die Leute meistens. Ist doch klar, wir wollen die parlamentarische Demokratie, aber haben wir die denn noch? Wir haben sie nicht mehr. Wir entscheiden Dinge im EU-Parlament, in Brüssel oder auf dem Treffen der Staats- und Regierungschefs mittendrin Frau Merkel, dann handeln die aus in Fontainebleau einen ESM-Vertrag, der sozusagen die Rettungsschirm für dieses missglückte Währungsexperiment darstellt. Dieses Papier, der ESM-Vertrag, ist 500, 600 Seiten stark, englische Sprache, wird transportiert an den Bundestag. 36 Stunden später kommt der Bundestag zusammen, die Abgeordneten, kriegen 3 Stunden vorher diesen ESM-Vertrag als Papier und dann sollen sie abstimmen, wollen wir für den ESM-Vertrag sein. Ja, die können doch gar nicht anders, als genau das abzustimmen, was die politische Führung der Partei letztlich vorgibt. Aber das ist nicht das, was ich mir eine parlamentarische Demokratie vorstelle, nämlich die Checks and Balances, Vorteile, Nachteile, Ausgleich der einzelnen Interessen der einzelnen Teilnehmer eines demokratischen Systems, sondern das ist Parteidiktatur. Das haben wir mitgegeben, das haben wir vorgeschlagen, diese Themen. Welche EU wollen wir haben? Wir stellen fest, dass diese EU die Abschaffung der nationalen Identitäten nach sich zieht. Wollen wir das? Das muss doch ein transparenter Prozess sein, wenn überhaupt. Dann zum Beispiel, welche Stabilitätskultur des Geldes wollen wir? Wissen Sie, das ist entscheidend für die deutsche Denkhaltung. Wir nach dem Desaster des Zweiten Weltkriegs, Dritten Reiches, als wir dann wieder eine Republik wurden, als wir Wirtschaftswunder erlebt haben, als wir die D-Mark sozusagen zu einem neuen Gründungsmythos der Bundesrepublik Deutschland gemacht wird, das geben wir einfach so hin für eine Währung, die in jederlei Beziehung nur dadurch zu halten ist, dass Recht und Ordnung, Gesetze, Verträge gebrochen werden. Das ist nicht das, was uns Deutschen sozusagen engrammiert ist in unsere nationale Genetik. Die Frage zum Beispiel, welche Leitkultur wollen wir haben? Wollen wir überhaupt über Leitkulturen reden?
Welche Zuwanderung wollen wir haben? Da werden wir heute sicherlich noch ein bisschen intensiver drüber sprechen. Wenn aber diese Zuwanderung zumeist 80, 85, 90% islamischer Herkunft ist, die dafür bekannt sind, dass sie ihre jeweiligen Herkunftskulturen für eine abendländisch-christlich orientierte Kultur für überlegen halten, müssen wir doch über solche Dinge wie Leitkultur und wie fordern wir das ein und wie sanktionieren wir die Leute, die dieser Leitkultur nicht entsprechen wollen, wie sanktionieren wir das? Darüber muss man doch debattieren. Wurde verwehrt in der alten AfD. Ich erzähle das ja im Grunde nur so ein bisschen rückblickend. Wir haben über Demografieprobleme gesprochen. Ich halte es für einen Wahnsinn anzunehmen, dass die hoch ausgebildeten Menschen von anderen Nationen, aus anderen Erdteilen, zu uns kommen, um sich einzubringen, um unsere immer maroder werdenden Sozialsysteme zu finanzieren. Das kann man doch gar nicht annehmen, dass so etwas passiert. Also diese Irrationalität des politischen Handelns ist doch geradezu zum Weinen. Nein, das Problem ist ja noch viel schlimmer. Unsere eigenen Hochqualifizierten wandern aus, weil sie es nicht einsehen, à la longue, dass sie sozusagen den größten Teil ihrer Produktivität und ihrer Früchte abzugeben haben, um andere, die gar nicht produktiv sind, sozusagen mit ordentliches Leben zu ermöglichen. Die Frage, welche Energiepolitik wir zukünftig haben, dann Sicherheits- und Außenpolitik, all das waren Themen. Sicherheits- und Außenpolitik, ein ganz interessantes Thema, können wir jetzt leider nicht groß miteinander debattieren, weil sonst müssten wir wirklich ein Wochenendseminar draus machen. Aber das waren alles diese Dinge. Und heute wollen wir noch ein bisschen weiter hinabsteigen in das Hintergründige der Politik. Was ist es, was uns eint? Was ist es, was uns zusammenhält, hier, die wir hier im Raum sind, was uns zu einer Gemeinschaft werden lässt? Und da hat jeder andere Motive. Ich persönlich habe mich zeitlebens viel mit Philosophie, Theologie und Literatur beschäftigt. Ich bin in meiner Jugend stark durch Jesuiten beeinflusst worden, weil ich sollte mal Priester werden. Hat nicht hingehauen. Und das Prägende dabei war, mit im Umgang mit diesen Jesuiten, nicht das Gehorsamsgebot, das hat nicht so richtig funktioniert bei mir, sondern der Antrieb zur Bildung und die Suche nach Erkenntnis. Ich habe mich viel auseinandergesetzt mit den Werken der Aufklärung, Kant, Leibniz, Lessing, der Weimarer Klassik, der Romantik, Brentano, Hoffmann, Edgar Hoffmann, dem Biedermeier, Mörike, mit den Werken des Vormärz, Büchner, Heine, dem Realismus, dem Naturalismus, der Moderne, Musil, Rilke. Ich sage das nicht, um zu strunzen, sondern ich will auf einen Punkt kommen. Ich habe in meiner Sozialisation und in meiner Erziehung etwas gefunden, was Sie möglicherweise auch gefunden haben. Einen Zugang zu unserem gemeinsamen Erbe, unserer Nation, zu unserer Kultur, zu unserer Tradition. Und dieser Zugang ist das Deutsche, die Sprache. Das nennt man gemeinhin Identität. Man könnte auch sagen, das ist Heimat. Der normale Bürger denkt an seine Heimat als etwas Vertrautes, an etwas, bei dem er sich wohlfühlt. Heimat ist also der Gegensatz zu Fremdheit und zur Entfremdung. Als Bereich der Aneignung, der aktiven Durchdringung und der Verlässlichkeit. Und Sie können sein, wo auch immer auf der Welt. Wenn Sie als deutsches Kind aufgewachsen sind, dann wird Ihnen diese Grundlage immer zu eigen sein. In der Kulturanthropologie nennt man das die Dreiheit, die Trinität von Gemeinschaft, von Raum und von Tradition. Und es befriedigt einfach das Bedürfnis des Menschen nach Identität, nach Sicherheit und aktiver Lebensgestaltung in einem territorial gegliederten, kulturell gegliederten Territorium.
Und die UN-Menschenrechtscharta sagt nicht umsonst, dass diese Trinität, Gemeinschaft, Raum, Tradition, ein unveräußerliches Menschenrecht ist. Und man darf dieses Menschenrecht mit allen zu Gebote stehenden Mitteln verteidigen und den Beibehalt dieser nationalen Identität erkämpfen. Das ist ein Menschenrecht. Die Auseinandersetzung mit dieser Trinität, also auch die Fortentwicklung mit dieser Trinität, bildet und entwickelt die Ich-Identität eines Menschen. Die gemeinschaftliche Identität, also die Identitäten der einzelnen Individuen, die Deckungsgleichheit, die Wesensgleichheit der Individuen, das ist dann das eigentliche Proprium, das eigene, das, was in uns ist. Und die Psychologie lehrt uns und die Philosophie veranschaulicht uns, dass das ist, was uns abgrenzt gegenüber dem Fremden. Es ist nicht Hass, sondern es ist nur das Fremde. Schockiert Sie damit? Sie sehen, meine Damen und Herren, wir beschreiben hier etwas ganz und gar Unanstößiges. Wir betonen die nationale Identität der Deutschen, ganz ohne jede völkische Überhöhung, ohne jegliche Überlegenheitserwartung gegenüber anderen Nationen. Und der Gegensatz zu dem, was ich gerade schildere, ist das, hinter dem viele andere hinter Transparenten hinterherlaufen, wo draufsteht Deutschland verrecken. Und das müssen wir betonen, diese Unterschiedlichkeit müssen wir betonen. Denn wer tiefe Bindungen an seine Heimat hat, an sein kulturelles Erbe, an seine Identität, der ist dann nur sehr schwer zugänglich für zerstörerische Ideen, die unsere Gesellschaft erneuern wollen, mit anderen Worten also kaputt machen wollen. Und die Kräfte, die gesellschaftlich dekonstruieren wollen, Gesellschaften erneuern wollen, ein neues Menschenbild schaffen wollen, mit denen wollen wir uns jetzt ein bisschen eingängiger beschäftigen. Wir nehmen zum Beispiel nur mal die Frankfurter Schule. Sagt Ihnen die Frankfurter Schule, was ist eine philosophische Richtung? Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, die haben das schon sehr früh erkannt. Ich zitiere aus einem Lehrbuch der Frankfurter Schule. Nimm ihnen die Identität, zerstöre die Nation, die Sprache, die Kultur eines Landes und schaffe eine neue Gesellschaft mit den neuen Menschen. Wer will das? Die Linken wollen das. Einzelne, so wie ich, wahrscheinlich Sie auch, opponieren bereits seit Jahrzehnten gegen diese Gesellschafts- und Menschenbastler. Und wir Einzelne haben uns jetzt gefunden in der Alternative für Deutschland, die haben eine Organisation gefunden, wo wir den Kampf gegen diese Gesellschaftsbastelei und Menschenbastelei gemeinsam aufnehmen können. Lassen Sie uns einen kleinen Rückblick machen auf 70 Jahre Dekonstruktion unserer Gesellschaft. In diesen 70 Jahren, in denen sich der Hauptfeind der Geduldigen, der Bürgerlichen, der Liberalen, aber auch der Konservativen gesammelt hat, der Feind, der sich gesammelt hat, geschult wurde, vorangekommen ist, durch die Institutionen marschiert ist, Unsummen an Geldern ausgegeben hat und schon viele unserer inneren Werte dieser Gesellschaft zerstört haben. 70 Jahre Kollektivisten und die Dekonstruktion und die Bildung der neuen Gesellschaft. Wir haben unmittelbar nach dem Krieg die Re-Education, ich weiß nicht, ob Ihnen das noch was sagt, den einen oder anderen vielleicht schon, das war im Grunde eine Denkschule der Alliierten, speziell aber der amerikanischen Ostküste, Hochschulen, wo solche Leute wie Adorno, Horkheimer und Fromm auch mitgearbeitet haben, die genau beschrieben haben, was machen wir, wenn dann der Zweite Weltkrieg mal zu Ende ist und wir ein Regime, ein Besatzungsregime installieren, wie machen wir das dann? Und aus diesen theoretischen Überlegungen wurde dann das Programm der Re-Education entwickelt. Es war ein Teil der psychologischen Kriegsführung. Und auf der Potsdamer Konferenz, also der Drei-Nächte-Konferenz, hat der damalige stellvertretende US-Außenminister, der hieß Archibald MacLeish, gesagt, und ich zitiere das jetzt wörtlich, wir werden die gesamte deutsche Tradition auslöschen.
Es ist das Ziel der Umerziehung, den Charakter, die Mentalität der deutschen Nation zu verändern, sodass Deutschland schließlich ein Leben ohne Überwachung gestattet werden kann. Ohne Überwachung? NSA? Muss man denn lachen, oder? 70 Jahre später. Es waren in diesem Re-Education-Programm Mediziner dabei, Psychologen, Soziologen und einen nenne ich jetzt ganz speziell nochmal, obwohl ich ihn eigentlich schätze, einen Schweizer Psychoanalytiker, C.G. Jung, der auch in diesem Programm mitgearbeitet hat, den zitiere ich jetzt gleich, er warnte nämlich davor, einen Unterschied zu machen zwischen den anständigen und unanständigen Deutschen. Er sagt nämlich wörtlich, die Deutschen sind kollektiv schuld. Der Grund ist eine allgemeine psychische Minderwertigkeit des deutschen Menschen. Die einzig wirksame Therapie ist es, dass die Deutschen dazu gebracht werden, ihre Schuld anzuerkennen, ja, dass sie sich selbst öffentlich immer und immer wieder zu dieser ihrer Schuld bekennen. Weitere Elemente dieser Re-Education waren, man muss Prominente finden in der Gesellschaft, die diesen Unterwerfungsritus immer und immer wieder demonstrieren und dramatisieren. Wenn Sie heute Talkshows anschauen, 70 Jahre später, es ist doch immer noch das gleiche System. Ist Ihnen das so bewusst? Oder ist es langweilig, wenn ich das so darstelle? Es ist extrem. Es ist, also, mir bereitet das mittlerweile solche Talkshows schon körperliche Schmerzen. Journalisten, Schauspieler bekennen immer und immer wieder diese Schuldbekenntnis. Dann hatten wir nach der Re-Education dann die Frankfurter Schule, Horkheimer, Adorno und so weiter. Letztlich war es der Versuch, die Deutungshoheit und den politischen Diskurs zu entwickeln. Eigentlich eine neomarxistische Bewegung. Die Akzeptanz linker, kollektivistischer, politischer Positionen und das totale Verwerfen der dazu konträr stehenden politischen Positionen. Grundlage der Frankfurter Schule war eigentlich eine noch ganz andere, nämlich der Versuch, aus der Gesellschaft die christlich-abendländische Basierung zu entfernen. Also kein christliches Wertefundament mehr innerhalb der Gesellschaft für verbindlich zu erklären. Dann hatten wir die Vergangenheitsbewältigung 1960, Westbindung, Wiederbewaffnung und NATO-Beitritt. Abgesehen davon, da kommen auch die türkischen Probleme schon her, weil es war eine der Jungteams zwischen Wiederbewaffnung und NATO-Beitritt. Wenn wir Personen aus dem türkischen Bereich hier für 6, 7, 8, 9 Monate beschäftigen. Das war sozusagen eine der Voraussetzungen, ehemalige türkische Gastarbeiter zu beschäftigen. Dann die allgemeine Ausrichtung auf den American Way of Life, dass wir amerikanische Bräuche hier so übernommen haben, wie zum Beispiel jetzt vor kurzem hatten wir, wie heißt das? Halloween beispielsweise, was aber mittlerweile durch die Medien so mehr oder weniger verkaufte, als dass das eine typisch deutsche, grundlegend deutsche Brauchtum wäre. Naja, also eigentlich auch über die Kultur, über das Entertainment eine Auflösung traditioneller Bräuche und Sitten. Dann hatten wir, jetzt komme ich zu meinem Lieblingsprotagonisten, die marxistische Kulturrevolution der 68er. Verächtlichmachung aller überkommenen Werte. Etwas ganz Perfides, nämlich die Aufbringung der jüngeren Generation gegen die ältere Generation. Also den Generationenbruch herzustellen. Das ist etwas ganz Übles, wenn man eigentlich so von der Philosophie hergeht. Das heißt, der Bruch der Generationenkontinuität und die Methode war der Marsch durch die Institutionen. Der Marsch durch die Institutionen bedeutete, dass sie Lehrer wurden oder Hochschullehrer wurden. Und gleichzeitig haben sie dann den Katheter zum Agitationszentrum neomarxistischer Ideologie gemacht. Pfarrer wurden sie. Die Kanzeln wurden dann zum Marktplatz der Verkündigung politischer Inhalte. Mit der Verkündigung der frohen Botschaft des Christentums hat das alles nichts mehr zu tun. Sie werden es nachvollziehen können. Richter wurden sie.
Aber sehr stark im Laufe der Zeit haben wir dann ja auch festzustellen, dass Richter Urteile sprechen, wo die Täter entschuldet werden und die Opfer erneut kriminalisiert werden. Das sind Umwertungsprozesse, die rein vorgenommen wurden. Journalisten, Filmemacher, die dann ihre Produktionen als Spielfläche für Gesellschaftsveränderungen entwickelt haben und missbraucht haben. Und noch eine Gruppe, die will ich nicht vergessen, Ole Fritten, sie wurden auch Politiker. Hauptsächlich der rot-grünen Chaostruppen. Politisch, meine Damen und Herren, sind die 68er gescheitert. Sie haben es nämlich nicht geschafft, eine kommunistische Diktatur in Westdeutschland zu errichten. Aber sie haben im Prozess sehr, sehr, sehr vieles an unserer gesellschaftlichen Zusammenhalt, an unseren gesellschaftlichen Grundwerten zerstört. Sie haben Familie und den Familienbegriff in Misskredit gebracht. Sie haben, heute ist der kinderlose Haushalt eigentlich schon fast der Normalfall. Dadurch wurden natürlich Errungenschaften unseres Systems auch in Gefahr gebracht, nämlich das Rentensystem etc. etc. Dinge wie, oder Begrifflichkeiten wie Leistung, Fleiß, Vaterlandsliebe wurden zu Kabarettnummern oder gar zu Sekundärtugenden diffamiert. Ich sage das bewusst zu Sekundärtugenden diffamiert, weil ein Herr Oskar Lafontaine hat gesagt, das sind Sekundärtugenden, mit denen man auch KZs betreiben kann. Sie merken diesen Ungeist dieser Menschen, der immer und immer wieder hervorlugt. Dann haben wir Multikulti als Ausweis und Beleg für fortschrittliches Denken. Im Grunde sind die 68er und ihre Epigonen, die sich in Wirklichkeit für Modernisierer halten und die immer noch die Deutungshoheit auf vielen unserer politischen Feldern für sich beanspruchen, verantwortlich für einen Epochenbruch der deutschen Gesellschaft. Und zwar in Richtung Egozentrik, Mittelmaß, Faulheit, Ignoranz, Intoleranz und Spießertum. Wie bitte? Ja, Dummheit kann man auch sagen. Die fünfte Bewegung, mit der wir mal traktiert wurden, war dann die grün-ökologisch-alternative Bewegung, so um die 1980 rum. Das war eigentlich ein Teil der 68er, denen vielleicht diese kollektivistisch-sozialistische Marschrichtung nicht so ganz gepasst hat, aber sie wollten trotzdem sich deutlich unterscheiden von, sagen wir mal, eher dem mittleren bürgerlichen Spektrum. Und die haben dann die grüne alternative Bewegung gemacht. Letztlich machen sie genau die gleichen verheerenden Dinge, nämlich sie machen die überkommenen Werte verächtlich, sie üben eine unerträgliche Heuchelei, sie haben eine schon ins Absurde geschaltete Technikfeindlichkeit, was sie aber nicht davon abhält, mit dem SUV ihre Kinder in den Kindergarten zu fahren. Aber anschließend über ihre CO2-Bilanz schwadronieren und pressen. Das sind diejenigen, die sagen, jeder normale Deutsche sollte vielleicht nur einmal in 5 Jahren einen Fernreiseurlaub mit dem Flugzeug machen. Sie selber aber gehen zu einem Klimagipfel unentwegt irgendwo am Ende der Welt. Fliegen sie hin. Das heißt, das sind diejenigen, die vorschreiben wollen, dass in einer Kantine ein Veggie Day einmal pro Woche sein muss, wo eben garantiert, und zwar per Gesetz vorgegeben, kein Fleisch angeboten werden darf. Und vielleicht, wenn Sie noch ein bisschen mehr zu sagen haben können, was aber nicht der Fall sein wird, dann werden Sie möglicherweise sogar noch einen Pedo Day einführen. Also im Grunde abwertend festzustellen, diese Menschen voller Gutmensch-Attitüde, die so nach dem Motto, ich rette die Welt, mache die Menschen zu noch besseren Menschen, allerdings immer und verbindlich mit dem Geld anderer Menschen, anderer Leute. Sie zeigen Toleranz nur gegenüber denjenigen, die ihrer Meinung sind. Wehe aber, man ist nicht ihrer Meinung, dann weiß man und sieht man, was tatsächlich Intoleranz bedeutet. Letztlich häufig diese Milieus zu finden, bei Beamten und Staatsalimentierte, also bei begünstigten Systemlingen, die in ihrem Berufsleben kaum Wettbewerb entfalten müssen, die aber immer alles mittragen, was die wirklich wertschaffenden Milieus fiskalisch ausbeutet und enteignet und zudem Stück für Stück ihrer Lebenswirklichkeit entfremdet. Dann hatten wir als sechstes, so um
1990, die multikulturelle Bekehrung. Multikulti ist bunt. Deutsche Gesellschaft ist trist. Mehr Multikulti ist noch bunter. Damit ist auch die Zuwanderung bunt. Doch, meine Damen und Herren, Zuwanderung und Multikulti steht einer präzisen Aussage eines Nationalökonomen und eines Nobelpreisträgers gegenüber, nämlich einem Herrn Milton Friedman. Ein Staat kann als Sozialstaat organisiert sein. Ein Staat kann offene Grenzen haben. Aber er kann niemals beides zusammen haben, weil die offenen Grenzen dazu führen werden, dass die Einwanderung in das Sozialsystem, dieses Sozialsystem, in kürzester Zeit nicht mehr finanzierbar erscheinen lässt. Und genau da sind wir ja momentan sozusagen an dem, was am brennendsten momentan uns berührt. Und eine multikulturelle Gesellschaft, die angeblich ach so bunt ist, wirkt, und jetzt erinnern wir uns an eine Aussage von Cohn-Bendit, Sie kennen den Cohn-Bendit, in den 90er Jahren, der sagt, die multikulturelle Gesellschaft wird hart, schnell und grausam und wenig solidarisch. Genau, glaube ich auch. Nur das ist genau der Gegensatz zu einem deutschen Gesellschaftsbild, zu dem, wie wir ein gesellschaftliches Leben organisieren wollen und wie es auch der deutschen Kultur, die immer sehr stark auch von Gemeinsinn und Gemeinschaftsgefühl geprägt war, ausmacht. Eine ungezügelte Masseneinwanderung und die Multikulturalisierung importiert, meine Damen und Herren, und wir sehen sie auch und wir werden es noch viel deutlicher sehen, importiert schlagartig das Chaos, die Korruption, die Barbarei und die Dysfunktionalität der dritten Welt. Eben genau das Gegenteil von einer gut organisierten deutschen Gesellschaft. Aber so gut scheint sie nicht mehr organisiert zu sein, wenn wir schon nicht mehr Fußball spielen können. Oder nicht mehr in den Bahnhof reingehen können, weil da vielleicht zufällig mal ein Koffer vergessen wurde, etc. etc. Wir werden dieses importierte Chaos umso schneller und die Dysfunktionalität umso schneller spüren, je mehr wir als Aufnahmestaat in der Behandlung der Zuwanderung selbst nicht mehr Recht und Gesetz als sine conditio qua non anerkennen. Das heißt, das, was die Frau Merkel gemacht hat, vor einem Monat oder anderthalb Monaten, als sie alle sozusagen zu Syrern erklärt hat und herzlich willkommen geheißen hat, hat sie sich nicht mehr an Recht und Ordnung gehalten. Und wir sehen das doch heute schon. Hier hereinkommende Zuwanderer dürfen ohne jedes Problem schwarz fahren in der Bahn. Es gibt Anweisungen, diese nicht zu verfolgen. Wenn das arme alte Mütterchen, fast von einer schmalen Rente zu leben hat, schwarz fahrend erwischt würde, beim fünften oder sechsten Mal würde sie möglicherweise sogar einfahren müssten. Sie lachen. Es ist sogar passiert. Es ist eine ältere Dame mit 83, weil sie mehrfach erwischt wurde mit Schwarzfahren, tatsächlich verurteilt worden zu einer Haft. Kurzen Haft, aber doch immerhin zu einer Haft. Und jetzt kommt eigentlich, Multikulti soll bunt sein, aber es ist eine Lüge. Denn dieses Multikulti ist ein Phantasma, denn 86% der jetzt hier hereinkommenden multikulturellen Bereicherung sind strengstens monokulturell, nämlich Korangläubige, die weltweit und historisch nun wirklich nicht in dem Ruf stehen, besonders bunt zu sein und dieses als einen besonderen Vorzug einer Gesellschaft zu sehen. Wir kommen gleich auf diesen Sachverhalt nochmal zu sprechen. In der Abfolge siebte Form der linken ideologischen Indoktrination, Gender Mainstreaming, so ab 2000. Da können sich viele Leute nichts drunter vorstellen, denn ursprünglich ist das ja eigentlich was ganz Sinnvolles, ursprünglich gedacht als Sicherstellung der Gleichberechtigung von Mann und Frau. Aber daraus wurde natürlich etwas ganz anderes konstruiert. Wir haben im Zuge dieses Gender Mainstreamings auch das Phänomen der Frühsexualisierung. Zum Beispiel, ich komme aus Baden-Württemberg, wenn man immer noch ein bisschen hört. Wir haben in Kindergärten bereits Doktorspiele, die von Erwachsenen sozusagen motiviert werden und angeleitet werden, nach dem Motto, erkunde deinen Körper. Das machen Kinder. Aber sie machen das aus eigener Motivation. Und nicht unter Anleitung von irgendjemandem, der einen anderen Zweck
verfolgt. Und was könnte denn dieser Zweck sein? Es ist nämlich das Wissen, das hat schon Sigmund Freud festgestellt, wenn wir die Schamgrenzen der kleinen Kinder zu früh brechen, dann sind diese Kinder nicht mehr erziehungsfähig, weil die Schamschranke ein ganz wichtiges Element der Sozialisierungsphase ist. Und jetzt lese ich Ihnen vor, das ist ein Wahnsinnsknaller, das habe ich erst vorgestern gefunden, in einem Handbuch für Lehrer von einem Herrn Professor Dr. Hans-Joachim Kramm, der schreibt in einer Anleitung, in dieser Anleitung, nebenbei bemerkt, er hat als emeritierter Professor am Institut für Pädagogik der TU Darmstadt am 1. Oktober 2011 den Comenius-Preis bekommen. Und der schreibt in diesem Handbuch für Lehrer, ich zitiere das wörtlich, wir brauchen die sexuelle Stimulierung der Schüler und der Kleinkinder, um die sozialistische Umstrukturierung der Gesellschaft durchzuführen und den Autoritätsgehorsam einschließlich der Kinderliebe zu den Eltern gründlich zu beseitigen. Boah, das ist schon hart, ne? Das ist zu finden. Das hat in einer Anleitung zur Handhabung der Rahmenrichtlinien für Sexualkunde in Hessen hat dieser Professor Grimm geschrieben, der noch im 2011 einen Preis dafür bekommen hat. Wir sehen zum Beispiel Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die haben ein Video gedreht. Hat das jemand gesehen? Ein Video, was perfekt produziert war, also auf sehr hohem cineastischen Standard, wo in 12 Minuten genau erklärt wird, wie das Paradies für Zuwanderer Deutschlands zu erobern ist, sozusagen. Am Beispiel eines, ich glaube, eines Syrers. Es ist in 12 Sprachen synchronisiert, unter anderem in Serbisch. Warum Serbisch, weiß ich auch nicht, mit den Verhandlungen oder über den EU-Beitritt, aber okay, immerhin. Asyl, also Paragraph 16, Asyl, jeder, der politisch verfolgt wird, genießt Asyl. Und dieses Video zeigt in aller Welt über Internet, wie sozusagen dieses Paradies zu erreichen ist. Gender Mainstreaming hat man gerade abgeschlossen, ich bin ein bisschen durcheinander gekommen, hat man gerade abgeschlossen. Ich fasse das jetzt nochmal zusammen, diese 70 Jahre der linksideologischen Indoktrination. Wir hatten die Reeducationsphase, wir hatten die Frankfurter Schule, wir hatten dann die Adenauer-Ära, dann hatten wir die marxistische, neomarxistische Kulturrevolution der 60er, wir hatten die grüne alternative Bewegung, wir hatten die multikulturelle Bewegung und wir hatten das Gender Mainstreaming. Das heißt, diese Einwirkungsversuche der linken Ideologen und die dieses akzeptierenden sogenannten Liberalen auf die identitätsstiftenden Grundlagen unseres Gemeinwesens sind nun jetzt seit fast 70 Jahren ungehindert am Wirken. Das hat Spuren hinterlassen. Ich glaube, das kann jeder Einzelne so ein bisschen nachvollziehen. Und bedauerlicherweise ist das sogar so, dass die sich als konservativ gebende CDU, die ja immerhin das C im Namen hat, aus rein parteitaktischen Gründen dieser linksideologischen Indoktrination eigentlich diesen Zeitgeist nachgegeben hat. Aus opportunistischen Gründen. Weil es sagt, wir müssen uns auch diese Millionären, es könnte ja mal sein, wir brauchen sie, wenn wir mal eine Koalition. Koalition. Das Wort finden. Wenn wir mal eine Koalition haben wollten. Das heißt, von keinen gesellschaftlich relevanten Gruppierungen eigentlich gibt es noch eine nennenswerte Gegenwehr gegen das, was wir gerade eben besprochen haben. Und jetzt, meine Damen und Herren, bin ich wieder bei der Alternative für Deutschland. Das, was wir gerade besprochen haben, die Gegenwehr zu entwickeln gegen diese linksideologische Indoktrination und die daraus resultierenden Folgen, dass eben Politik nicht mehr unter den Aspekten Nutzen und Interesse für den Bürger, für Deutschland, gewählt wird, sondern nur noch unter moralisierenden Gesichtspunkten betrieben wird. Also, das ist moralisch positiv und das ist moralisch verwerflich. Bedauerlicherweise sind alle unsere Positionen moralisch verwerflich, sondern von daher dann auch per se rechts, rechtspopulistisch, rechtsradikal, rechtsextrem oder was auch immer.
Und dafür ist die Alternative für Deutschland da. Das ist der raison d'être, der Daseinsgrund der Alternative für Deutschland. Und das ist etwas, was diese Gruppe um Lucke nie haben wollte. Diese Dinge zu thematisieren und hier eine Bewegung zu entwickeln, die dieser gesamtgesellschaftlichen Entwicklung eben Einhalt gebietet. Wir, meine Damen und Herren, begreifen uns als Speerspitze der notwendigen Reaktion und der Wiederherstellung unserer Demokratie. Wir sind die Avantgardisten, die die 70-jährige Agitation unserer kulturellen und nationalen Wurzeln angehen. Wir müssen es sein, dass wir feststellen, dass der Verlust der finanziellen Autonomie und der Souveränität durch diese Euro-Projekt nun dem Verlust dieser finanziellen Autonomie, also dass die Bürger ihre Sparvermögen letztlich verlieren, weil keine Verzinsung mehr möglich ist, nun auch der Verlust der Autonomie über die, in der Definition unserer Nation droht. Das ist ungleich schwerwiegender, was jetzt passiert innerhalb der letzten 6 Monate, 8 Monate. Denn wir von der AfD fragen Sie, jetzt werde ich ein bisschen populistischer, Frau Merkel, wir fragen Sie, muss Deutschland abgeschafft werden, um eine immerwährende Schuld abzutragen? Müssen wir wirklich auf Dauer diesen von Linken eingefordernen Schuldkult ertragen? Müssen diejenigen, die deutsche Interessen vertreten, wie die AfD als Pack und Pöbel bezeichnet werden und deshalb durch die Parteien, durch die mit ihnen kartellierten Medien und die Antifa-Schreihalsgruppe bekämpft werden, müssen denn wirklich jährlich 250.000 Abtreibungen vorgenommen werden, weil dadurch die Zahl der deutschen Nachgeborenen dezimiert werden kann? Muss das Christentum abgeschafft werden, weil die Lebens- und Leistungsethik der christlich-abendländisch fundierten Gesellschaft einen hohen Lebensstandard und eine humane Gesellschaft ermöglicht hat? Muss die deutsche Bevölkerung deshalb durch eine islamische Bevölkerung ersetzt und ausgetauscht werden? Muss die deutsche Industrie ins Ausland abwandern, weil die Strompreise durch eine irrationale Energiepolitik permanent erhöht werden? Muss Deutschland wirklich die Schulden anderer Staaten übernehmen, damit auch unser hiesiger Lebensstandard nach unten gedrückt wird und so einem neuen europäischen Bundesstaat ermöglicht werden kann? Müssen denn unsere Ehen und Familien schlecht geredet und abgeschafft werden, damit sich die psychosoziale Grundlage, das gemeinschaftliche Miteinander in unserer Gesellschaft unwiederbringlich verschlechtert? Frau Merkel, sagen Sie uns doch mal was darüber. Verraten Sie uns doch, was Ihr Plan ist, denn Sie sagen doch, ich habe einen Plan. Ist es denn möglicherweise derselbe Plan, wie der, den Sie im Jahre 2009 auf dem Evangelischen Kirchentag kurz aufzeigten, als Sie sagte, Zitat, wer eine neue Weltordnung haben will, muss sich damit abfinden, dass man Souveränitätsrechte abgeben müsse. Wer will denn eine neue Weltordnung? Und an wen sollen denn Souveränitätsrechte abgegeben werden? Und wie soll das überhaupt vom Prozess her laufen? Soll das wieder genauso laufen wie beim Euro, wo die Politiker entscheiden und der Bürger eigentlich gar keine Möglichkeit hat, hier Einspruch anzumerken? Wir bürgerlichen Avantgardisten in der AfD, wir müssen für Deutschland beginnen, jetzt den metapolitischen Raum, die metapolitische Basis für eine neue Ordnung zu gestalten. Und wir müssen dann uns daran machen, eine veritable politische Gegenkultur, die diese neue Ordnung begründen kann, zu errichten. Das ist unsere Aufgabe. Das ist schwer. Denn die Rassanz der politischen Verwüstungen ist beängstigend. Wir haben Paris vor einer Woche gehabt. Wir haben gestern das Fußballspiel, das abgesagte Fußballspiel gehabt. Heute habe ich gehört, hier ist Bahnhof zugemacht worden, weil, was, wo war es in Bonn? Ah, Kurzberg, okay. Frau Merkel sagt, wir schaffen das. Und sie sagt auch, wir müssen da jetzt Toleranz und Nächstenliebe praktizieren. Das wäre mir als allerletztes eingefallen in der Situation. Nein,
Was wir jetzt haben müssen, ist wieder die Wiederherstellung des Rechtsregimes, die Wiederherstellung von Recht und Ordnung, das Wiedereintreten der Gültigkeit unserer Gesetze. De Maizière sagt, er könne nicht alles sagen, weil sich sonst Ängste breit machen würden. Meine Damen und Herren, das hat der Mann für Demokratieverständnis. Natürlich muss innerhalb einer Demokratie über das, was passiert und was an Gefährdungspotenzial da ist, ein Diskurs geführt werden, damit sich die Bürger darauf einstellen können. Und ich erinnere an eine Zeit, wo wir die 68er-Problematik hatten, die RAF-Problematik, wo auch der Staat zu massiven Gegenaktionen und Sicherungsmaßnahmen kommen musste. Aber das wurde nicht feindlich gemacht. Da wurde offen darüber debattiert, was sind die Elemente der Begegnung und der Bekämpfung dieses systemfeindlichen Aktivitäten. Also wir sind schon 30, 40, 50 Jahre weiter. Die Bürger haben Angst, das stimmt, zunehmend. Also ich habe kaum mehr ein Gespräch mit normalen Bürgern auf der Straße, wo man nicht den Eindruck hat, dass Ängste vorhanden wären. Aber es ist trotzdem so, dass es noch eine unbestimmte, eine diffuse Ängstlichkeit ist, die Bürger umtreibt. Bis vor wenigen Wochen, seit einigen Wochen habe ich den Eindruck, dass die Feststellung, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, dass diese Ängstlichkeit die Leute eher noch in die Arme der Supermama Merkel treibt, mittlerweile gefährdet ist. Also die Merkel wird so zunehmend nicht mehr als die Garantin, die das Schlimmste zu verhindern imstande wäre, gesehen wird. Aber dennoch ist es so, dass die Deutschen immer noch in einer Art für sie richtigen Staat leben. Sie fühlen sich noch wohl in der sozialen Haut dieses Nennestaates, in dem wir uns noch befinden. Das Machtkartell der Politik und der Medien produzieren immer noch ausreichend ein politisches Wellnessgefühl. Aber nur bei den Westdeutschen, da haben Sie völlig recht. Deshalb ist ja in Ostdeutschland oder in den neuen Bundesländern ja auch eine andere Form von Widerstand mittlerweile schon zu erkennen. Wir haben eine Staatsverschuldung, 2,3 Billionen, mit einer impliziten Verschuldung, also Pensionszusicherungen etc., sind wir dann bei rund 8 Billionen. Die Aufsalierung der realistischen Risiken des Euro-Systems kommen wir jetzt insgesamt auf 10 Billionen. Wir debattieren schon in den Feuilletons über Bargeld. Restriktion oder Bargeldverbot, es wird noch als Komfortmaßnahme, weil es ist ja viel einfacher mit einer Kreditkarte zu bezahlen, Bargeld ist ja fürchterlich lästig, aber das hat natürlich alles seine Gründe, warum über solche Dinge debattiert wird. Auf diesen Zeitpunkt des Zusammenbruchs müssen wir kommunikationsstrategisch hinarbeiten, wir von der AfD. Und ich denke, wir werden auch die Wahrnehmung des Politischen neu formatieren. Wir müssen einfach erreichen, dass wir die Seinsvergessenheit des bundesrepublikanischen Bourgeois formulieren und mit der Rückerinnerung an das Proprium, das eigene, also die nationale Identität, vorankommen. Meine Damen und Herren, politische Macht, also Herrschaften, das hat mal Max Weber festgestellt, politische Macht ist immer Herrschaft, stützt sich auf die psychologische Unterstützung durch die Massen. Man nennt das kulturelle Macht. Le Bon, die Psychologie der Massen, 1926 ungefähr. Das heißt, wir müssen diese kulturelle Macht, die jetzt noch in den Händen der politisch etablierten ist, diese politische kommunikative Macht, die müssen wir erreichen. Wir müssen die politische Struktur verändern und das können wir nur schaffen, wenn wir diesen Wehrturm der Bastion der kulturellen Macht erobern. Die Linken beherrschen diesen Wehrturm noch, aber wir belagern schon diesen Wehrturm oder sind zumindest auf dem Weg zu diesem Wehrturm, um ihn dann sozusagen zu schleifen. Die Rahmenbedingungen sind günstig. Ich gebe ein anderes Beispiel aus der Geschichte. Die Zeitpunkt für, ich zitiere da Lenin, das ist ja ein ausgewiesener Fachmann für revolutionäre Situationen, der hat gesagt, der Zeitpunkt für die Revolution ist dann erreicht, wenn die da oben
nicht mehr können und die da unten nicht mehr wollen. Ich habe den Eindruck, das steht relativ bald bevor, die da oben können nicht mehr so richtig, haben wir den Eindruck, und die da unten wollen eigentlich auch nicht mehr so richtig. Ich sage Ihnen eins, wenn wir es schaffen würden, eine bundesweite Aktion ins Leben zu rufen, 2 Wochen Generalstreik, wäre der Spuk zu Ende. Wäre der Spuk zu Ende. Bundesaktion. Ja, wäre der Spuk zu Ende. Das heißt, das wirkliche, der Euro ist natürlich immer noch ein Thema, ist ein wesentlicher Grund, aber das wirklich Bedrohliche in der Situation für die Mächtigen sind die jetzt vollkommen aus dem Ruder gelaufenen Zuwanderungszahlen. Wir werden auch gleich nochmal über Zuwanderung und Islamisierung reden. Ich will aber nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie wir es schaffen, kommunikationsstrategisch vorzugehen, um diesen kulturellen Wertwurm zu erobern. Und ganz kurz möchte ich nochmal den Typus des Bourgeois beschreiben. Der Bourgeois, also der Bürger, ist eher ein unpolitischer Mensch. Er ist konservativ und der interessiert sich eigentlich für nicht viel mehr als seine individuelle Behaglichkeitszone. Das ist einer der, der am Abend gewohnheitsmäßig, der am Abend die Tagesschau anschaut, dann die Talkshows anschaut, dann die Entertainment-Produktionen anschaut, ganz gerne auch zum Fußball geht, hin und wieder auch mal mit seinen Kumpels ein Bier trinkt, ist ja auch nichts dagegen. Aber wir müssen es schaffen, dass wir diesen eher unpolitischen Bourgeois zu einem aktiven, politisch Interessierten, am Gemeinwohl Interessierten, Citoyen rousseauischer Prägung machen. Wir müssen also zu einer Transformation des Persönlichkeitsprofils des Bourgeois zu kommen. Gegen den Bourgeois ist nicht viel einzuwenden, denn er ist konservativ, aber nicht aus Überzeugung, sondern er ist konservativ, weil er ein Teil der Gesellschaft, der nützlichen Gesellschaft sein will. Er sieht sich als Stütze und er sieht sich im Einklang mit den herrschenden Normen und Werten. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was ich eigentlich damit sagen will, ist, wer es schafft, diesem Bourgeois die Normen und die Werte, die er vertritt, peu à peu zu verändern, ganz Schritt für Schritt, der wird es automatisch schaffen, die politischen Ansichten des Bourgeois auch zu verändern. Eine CDU hat es einfach geschafft, eigentlich heute extrem oder deutlich linke Positionen einzunehmen, aber gegenüber ihrer Gesamtklientel oder ihrer Stammklientel erscheinen sie immer noch so, als ob sie die Interessen der Klientel vertreten würde. Dabei ist das schon lange nicht mehr der Fall. Der Bourgeois wandelt also mit. Er ist der geborene Konformist. Den gibt es nebenbei bemerkt auch in Parteien, diesen geborenen Konformisten. Haben wir auch. Schwierig. Er bietet aber in der Regel eigentlich die nötige Trägheit und Stabilität für eine Gesellschaft. Ohne diesen Typus des Bourgeois wäre eine Gesellschaft eigentlich kaum denkbar oder wäre eine Gesellschaft von notorischen Revolutionen. So kann keine Gesellschaft aufgebaut sein. Aber heutzutage geht der Bourgeois am Nasenring der notorisch linken Revoluzzer als vollkommen ahnungsloser Mittäter bei der Zerstörung der Gesellschaft mit. Und das müssen wir ihm klar machen. Ich würde sich erst was ändern, wenn er seine Komfortzone verliert. Es wird sich was ändern, wenn er seine Komfortzone verliert. Oder wenn die Sicherheit nicht mehr aufrechterhalten wird. Etc. etc. Und wie machen wir jetzt also diesen konservativen Bourgeois zum ungleich agileren und politisch aktiven Citoyen? So wie wir das in der AfD wohl uns darstellen. Und das, meine Damen und Herren, ist die 5-Millionen-Dollar-Frage. Ich sage Ihnen und ich gebe mal Hinweise, wie wir im Kampf um die Deutungshoheit des Politischen eine Reihe von Kriterien beachten müssen. Ich muss mich da ein bisschen straffen, weil sonst schaffen wir das gar nicht. Erstens, meine Damen und Herren, wir als Alternative für Deutschland, wir bestimmen unsere Themen selbst. Wir lassen sie uns nicht vorgeben. Wir dürfen nicht, nur weil die Medien uns Diskursverbote erteilen, nicht beschränken auf bestimmte Themen, die die nicht haben wollen. Wir reden über Schächtung, wir reden über Knabenbeschneidung, wir machen nicht mit bei der Banalisierung des Politischen. Wir thematisieren den Hass der anderen auf das eigene Volk, wie zum Beispiel bei Roth, Trittin und Özdemir. Wir stellen die Souveränitätsfrage, wir stellen die Frage nach dem Friedensvertrag, wir
überlegen uns, wie wir Militärausgaben und Militärstruktur den aktuellen Bedürfnissen unserer Sicherheitspolitik anzupassen haben. Meine Damen und Herren, wir setzen Sprache so ein, wie wir das für richtig halten. Denn die Sprache ist die Physiognomie des Geistes. Wir machen nicht mit bei dem Neusprech. Also zum Beispiel, wir machen nicht mit, wenn es heißt, das sind Minderbegabte und das sind Hochbegabte, dann sind die Minderbegabten in dem Neusprech eben Andersbegabte. Das ist einfach dummes Zeug. Diese Form ist nur ein kleines Beispiel, aber das haben wir an allen Orten, diese Neusprache, dieser Neusprech. Wir machen nicht mit bei der tantenhaften Emanzensprache der politischen, hauptsächlich der Grünen. Wir benutzen nicht die Kampfsprache der herrschenden Klasse. Wir benutzen nicht die gleichen Keulen, die die Herrschenden und die etablierten Kräfte uns gegenüber verwenden, wenn wir eigene Parteimitglieder, eigene Geistes- und Gesinnungsgenossen sozusagen befeinden wollen. Wir kämpfen, meine Damen und Herren, um die Köpfe. Wir müssen junge Leute einziehen, wir müssen Aktivisten für uns interessant machen, die uns zugewandt sind. Wir müssen Gender-Irrsinn, Antifa-Konfrontation und diesen Dingen nicht aus dem Weg gehen, sondern diese Provokationen aufnehmen und widerstehen. Wir müssen die Provokation lieben. Wissen Sie, meine Damen und Herren, wenn wir eingeladen werden in ein Talkshow-Studio, dann dürfen wir uns nicht als Teil dieser Geschwätzpartys empfinden, sondern wir müssen durch Provokation im Grunde diese Geschwätzpartys beenden, indem wir die Dinge ganz genau beim Namen nennen und die Hohlheit häufig dieser Leute bei diesen Talkshows dann auch tatsächlich als Hohlheit benennen. Wir müssen den Diskurs und das Herrschaftsmittel der Diskursbeschränkung benennen und dekouvrieren. Und was wir am allerwenigsten dürfen, ist, dass wir uns der PC uns selbst erliegen, also dass wir der PC erliegen. Wir dürfen es nicht machen, was häufig schon zu merken ist, indem ich mich abgrenze gegenüber Leuten, die vielleicht noch eine etwas direktere, vielleicht auch radikalere Art haben, indem ich sage, oh, ich bin noch der Gute, der ist schon nicht mehr der Gute. Diese Dinge dürfen wir nicht tun. Das, genau das hat Lucke unentwegt gemacht und dadurch im Grunde die Performance, die die AfD im Grunde von Anfang an hätte entwickeln können, einfach unheimlich dadurch beschränkt hat. Wir dürfen auch nicht die Kampfbegriffe des Gegners sozusagen selber benutzen. Kommen wir nochmal ganz kurz zurück auf die dringendsten aktuellen Probleme der Politik. Das ist natürlich der Euro, aber es ist natürlich auch Zuwanderung und Islamisierung. Diese beiden Felder, Zuwanderung und Islamisierung, gehören absolut untrennbar miteinander zusammen. Wer, meine Damen und Herren, in einem Rechtsstaat widerrechtlich in ein Haus eindringt und eigentlich wird bestraft mit der vollen Strenge des Gesetzes. Wer aber widerrechtlich in einen Staat einbricht und dann noch in so großer Zahl, kann bei uns auf Sozialleistungen und zuvorkommendster Behandlung seitens der Staatsführung vertrauen und der Sozialindustrie, die ihn verwöhnt, hätschelt, bezahlt durch die immensen Steuernabgaben der Bürger. Nach gültiger Staatsrechtstheorie ist ein Staat dazu verpflichtet, die Grenzen seines Staatsgebiets nach außen zu verteidigen und nach innen für die Aufrechterhaltung der Integrität von Recht und Gesetz zu sorgen. Und ein Staat, der dieser Aufgabe nicht nachkommen kann oder nicht mehr nachkommen will, hat seine Legitimation als Staat verloren. Wir können also feststellen, dass das, was momentan passiert, ist im Grunde eine humanitär kaschierte Selbstzerstörung Deutschlands. Weil es begegnet uns ja allen Teilen, wir müssen barmherzig sein, wir müssen fürsorglich sein gegenüber diesen Menschen, die kommen. Und ich sage hier ganz dezidiert, natürlich diejenigen Menschen, die auf der Basis unseres Asylrechts als politisch Verfolgte Asylschutz genießen und beanspruchen können,
Da ist überhaupt nichts dagegen einzuwenden. Aber so wie wir es momentan praktizieren, ist das natürlich eine Farce gegenüber dem, was in unserem Grundgesetz sozusagen formuliert ist. Und zwischendurch mache ich immer gerne mal ein Zitat aus dem reichen Schatz katholischer Ethik und Soziallehre. Thomas von Aquin, einer der Kirchenlehrer der katholischen Kirche, hat gesagt, Gerechtigkeit ohne Barmherzigkeit ist Grausamkeit. Aber Barmherzigkeit ohne Gerechtigkeit ist die Auflösung aller Ordnung. Und genau das ist der folgende Sachverhalt, den wir haben. Das ist postulierte Barmherzigkeit, aber ohne jegliche Form von Gerechtigkeit, sprich von Recht und Ordnung. Und dadurch führt es zur Auflösung der Ordnung. Und genau das ist ja das, was wir momentan feststellen können. Multikulti, meine Damen und Herren, ist alles andere als bunt. Nein, es ist sogar tief schwarz wie eine Burka. Und dies ist überhaupt nicht Multikulti, wird ganz unzweifelhaft zu einer Parallelgesellschaft führen. Kleine Steigerungsform. Es wird nicht zu einer Parallelgesellschaft führen, sondern sogar zu einer Gegengesellschaft degenerieren. Eine Gegengesellschaft, die nicht auf einen Ausgleich der einzelnen gesellschaftlichen Gruppen hinarbeiten, sondern auf die Zerstörung derselben. In den vergangenen 14 Jahrhunderten ist es noch nie gelungen, eine mohammedanische Gesellschaft und eine nicht-mohammedanische Gesellschaft in eine identitäre Gesellschaft zu integrieren. Es ist einfach noch nie gelungen. Aus Prinzip nicht. Weil eben das Prinzip Koran dieses nicht möglich macht. Immer führt das in der Geschichte zu einer gesellschaftlichen Dominanz der islamischen Scharia-Gesellschaft. Und ganz sicher ist, dass ein Islam, so wie er sich nun einmal darstellt und besteht, absolut nicht kompatibel ist mit unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Eigentlich ist das total evident und ich bin immer irgendwie völlig fassungslos, warum dieses Faktum, was wir gerade besprechen, nicht wahrgenommen wird und von der Politik nicht in die politischen Prozesse als Grundlage politischer Entscheidungen hineingezogen wird. Eine islamische Gesellschaft ist prinzipiell theokratisch organisiert, also unter Gottesbezug gestellt. Eine moderne abendländische Gesellschaft bezieht sich immer auf die Freiheit des einzelnen Individuums. Und diese beiden Pole sind nicht miteinander in Übereinstimmung zu bringen. Hinzu kommt, und das ist ein wesentliches Momentum, was wir ja jetzt auch gesehen haben, der Islam kann auf den Fanatismus und die Gewaltbereitschaft seiner Apologeten als Potenzial setzen, ja sogar als Mittel setzen, denn die Gewaltbereitschaft und die Brutalität, die Barbarei, ist ein Element derjenigen, die den strengen Forderungen des Korans sozusagen folgen. Und jetzt werden ausgerechnet diese Zuwanderer uns als Problemlöser für unsere demografische Katastrophe schmackhaft gemacht. Einfach ein haltloser Witz. Wir müssen davon ausgehen, dass wir 1400 Euro monatlich für diese Zuwanderer salieren müssen oder in Ansatz bringen müssen. Höchstwahrscheinlich lebenslang, solange sie hier sind. Stellen Sie sich doch mal vor, meine Damen und Herren, wir hätten nur die Hälfte dieses Betrags, 1400 Euro monatlich, nur die Hälfte des Betrags, 700 Euro monatlich in Familienförderung investiert. Was glauben Sie, was wir einen Sturm in den bundesdeutschen Schlafzimmern hier produzierte? Die politische Perspektivlosigkeit, meine Damen und Herren, das ist einfach das, was die Politik nicht wahrnimmt. Die politische Perspektivlosigkeit in den Stammländern des Islams ist der allergrößte Motor des radikalen Islams. Politische Perspektivlosigkeit des Islams. Ich bin im Rahmen meiner Berufsausübung, ich bin Unternehmer in einem Kommunikationsunternehmen für pharmazeutische Konzerne, praktisch auch auf der ganzen Welt rumgekommen. Und ich kann auch Nahe Osten, Mittlerer Osten,
Saudi-Arabien und so weiter einiges berichten über die dortigen Situationen. Diese Gesellschaften sind gekennzeichnet durch politische Perspektivlosigkeit und sie verändern aber nicht den Islam, um diese Perspektivlosigkeit zu überwinden, sondern sie gehen anders vor. Nämlich, je unfähiger dieser reaktionäre Islam ist, politische Lösungen, gesellschaftliche Lösungen zu finden, desto stärker wird deren Hass auf den Westen. Weil sie sehen natürlich Perlen, die Wettbewerbsvorteile des Westens, sie produzieren Produkte, die die dann ja auch verwenden, weil dort werden ja derartige Dinge nicht produziert und entwickelt. Das heißt, für diese Form der perspektivlosen Islam gibt es nur eine einzige Strategie, die vielversprechend ist. Und vielleicht schockiere ich Sie jetzt. Der Islam kann nur gewinnen und als Ideologie überstehen, wenn er sich das alte Europa zur Beute macht. Das ist brutal. Aber das ist die geopolitische Situation. Sie sehen doch, wir hatten in diesen Regionen Autokratien, Despoten, aber die haben die islamischen radikalisierten Massen eigentlich immer im Griff gehabt. Ab dem Moment, wo diese Autokraten und Despoten im Namen der Demokratie versucht wurden, abgesetzt zu werden, seitdem haben wir, das nannte sich am Anfang arabischer Frühling, ich wusste aber innerhalb von Tagen, dass das ein ganz schneller arabischer Winter wird, es wird keine Demokratie und dieser radikale Islam hat sich sozusagen eruptiv dann nach oben entwickelt. Und nur in einer Kolonisierung Europas hat dieser Islam eine politische und ökonomische Zukunft. Der drohende zivilisatorische und ökonomische Untergang des Islams zwingt sie also zur Eroberung des Territoriums der Ungläubigen. Leider und vielleicht sogar in die Zukunft weisend, vielleicht sogar schicksalshaft, will der vereinigte linksideologisierte Parteienblock diese geostrategische und religionssoziologische Gegebenheit nicht wahrhaben. In völliger Verblendung und Verkennung nimmt er lieber die notdürftig als humanitär kaschierte Selbstzerstörung der verhassten nationalen Identität Deutschlands in Kauf. Oswald Spengler hat schon 1921 im Untergang des Abendlands in seinem Traktat geschrieben, alle Weltverbesserer und Weltbürger, Gutmenschen könnte man da auch sagen, vertreten Verlachen-Ideale. Ob sie es wissen oder nicht, ihr Erfolg, der Gutmenschen, bedeutet die Abdankung der Nation nicht zugunsten des ewigen Friedens, wie sie denken mögen, sondern zugunsten einfach andere Nationen oder andere Ideologien. Das heißt, es ist eine Unterwerfung unter einen höheren, anderen Geist und eine Unterwerfung und eine mangelnde Selbstbehauptung eigener Wertvorstellungen. Die Folgen des momentan so maßlosen und gegenüber der eigenen Bevölkerung so treulos vorgenommenen Bevölkerungsaustausches werden bitter sein. Meine Damen und Herren, vielleicht nochmal eine kleine Rückbeziehung. Die kollektiven Verirrungen in der Vergangenheit im westlichen System, wie Faschismus, Kommunismus, Nationalsozialismus, alle diese Verirrungen waren reversibel. Auch wir in Deutschland haben diese Verirrungen in den Nationalsozialismus und den Faschismus reversibel gestalten können. Weil nach diesem Scheitern dieser Verirrungen konnte auf das kulturelle und religiöse Erbe Europas zurückgegriffen werden. Nunmehr aber sind nach diesen Verirrungen neue demokratische, zivilisierte Gemeinwesen entstanden, wie in Deutschland zum Beispiel. Nach dem Ende dessen, was wir momentan zu beklagen haben, wird aber die einheimische Bevölkerung in Europa zu einer identitären Minderheit. Und dann ist dieser Weg einer zivilisatorischen Regeneration verbaut.
Wir haben dann nämlich unsere Wertgrundlagen verloren und wir können dann nach dem, was möglicherweise passieren wird, nicht mehr wieder neu anfangen. Und dann wird Europa im wahrsten Sinne des Wortes untergehen oder untergegangen sein. Da hilft dann auch kein wertloses Hilfskonstrukt wie die Vereinigten Staaten von Europa. Das hilft dann nicht mehr. Deshalb sollte Frau Merkel und ihre Regierungspartner eines bedenken. Wer die berechtigten Ängste und die berechtigte Skepsis der Bevölkerung als Rassismus oder als Fremdenfeindlichkeit bezeichnet und sie deswegen ignoriert oder gar bekämpft, der bekämpft nicht die Rechtsextremen, wie er vorgibt, sondern er züchtet sie geradezu, die Rechtsextremen. Und wir sind ein Garant dafür, dass die Rechtsextremen nicht erstarken werden, weil wir im Kern unseres Ansatzes eben nicht rechtsextrem orientiert sind, sondern im Kern unseres Ansatzes Recht und Gesetz und nationale Identität nach oben halten. Und meine Damen und Herren, wenn es uns gelingt, diese Zuwanderungschaos im Laufe der Zeit, wie auch immer, ich weiß das nicht, wie das gelingen wird, kann und ich habe die Instrumente auch nicht, aber wenn es uns gelingt, dieses Zuwanderungschaos mit einigermaßen nur geringen Verlusten an Menschenleben und nur geringen Verlusten an Menschlichkeit zu überwinden, dann wird es uns im gleichen Moment auch gelingen, diese linksideologisierte Indoktrination unserer Führungseliten zu entsorgen. Weil sie nämlich ihren Schutzraum verlieren werden, den sie heute haben, sei es die Medien, sei es Organisationen, Kirchen, Gewerkschaften etc. etc. Weil sie nämlich als die wahren Schuldigen dessen, was auf uns zukommen wird, identifiziert werden. Ich möchte, jetzt bin ich am Schluss, Sie haben ja lange ausgehalten. Ich möchte meinen Vortrag mit einem Zitat aus dem Roman Hyperion meines schwäbischen Landsmannes, des Dichters Friedrich Hölderlin schließen. Der schreibt, wo Gefahr ist, da wächst das Rettende auch, meine Damen und Herren. Das Rettende sind hier Freiheit und Patriotismus. Und diese beiden werden, meine Damen und Herren, sind die Essenz der Alternative für Deutschland. Danke.